Jetzt nimmt meine Kamera auf. So, also ich filme jetzt ja gerade mit meiner Sony ZV-1, wo ich jetzt endlich mal so ein weitwinkliges Objektiv drauf habe. Und ein gutes Richtmikrofon, was gut ist, vielleicht jetzt auch übertrieben, aber praktisch. Da ich jetzt dann nicht immer irgendwie so Kabel dann da einstecken muss, dann das funktioniert halt einfach. Die kann die Kamera nutzen, wie ich will. Und das ist, wie gesagt, bei mir eigentlich die Prio 1. Und die haben eigentlich jetzt eine gute Kamera und ich bin jetzt auf dem Weg und kaufe eine bessere Kamera. Über eBay Kleinanzeigen habe ich eine Anzeige gefunden. Da verkauft einer die Sony ZV-E1. Also hier haben jetzt aktuell die ZV-E10. Verkauft einer die ZV-E1 für 1600 Euro. Und das ist halt echt schon ein guter Preis. Die ZV-E1 ist von der Bildqualität vergleichbar mit der Sony Alpha 7 S3. Also noch besser wie mein Alpha 7 C, was sie haben. Und die Alpha 7 C, da ist auch eine neue rausgekommen. So, ich bräuchte die Kamera nicht unbedingt. Aber ja, ist total verrückt. Das Angebot, das fand ich jetzt so verlockend, dass ich gesagt habe, okay, ich hole mir jetzt die Kamera. Ich hoffe, dass das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hole mir jetzt die Kamera. Und wenn die Kamera mir jedoch nicht zusagen sollte, weiß ich auf jeden Fall jetzt schon, die kann ich ohne Verlust dann letztendlich auch wieder verkaufen. Weil es halt einfach günstig ist. Ich würde jetzt die Kamera kaufen und ich wüsste, dass jetzt, also wenn ich sie neu kaufe für 2400 und ich wüsste, okay, wenn ich sie dann doch nicht haben will, müsste ich mindestens mit 400 Euro Verlust rechnen, eher mehr. Weil ich weiß jetzt die Gründe, warum der die Kamera verkauft. Ich hoffe mal, das ist ein deutsches Modell. Dass es irgendwie so ein Grauimport ist, weil selbst wenn es ein Grauimport wäre, würde die Kamera jetzt trotzdem nicht mehr. Das hat dann, heißt eigentlich nur, dass das Menü auf Deutsch umstellbar ist, aber die Funktionen sind eigentlich an sich die gleiche und ja, der Hand. Da hat es eine Zeit lang auf YouTube mehrere Videos gegeben, wo jemand so Grauimporte gekauft hat und letztendlich verglichen hat, wo die Unterschiede sind. Und eigentlich beschränkt sich es nur auf die Menüsprache, dass die halt auf alten Deutsch ist. Und das wäre mir dann relativ egal. So, jetzt muss ich bloß Musik anmachen und Musik ausmachen, weil ich fahre mit dem Navigationssystem und möchte, dass der mir sagt, wo ich fahren soll. Weil ich fahre falsch. Ich fahre falsch. Scheiße. Naja. Ich will nämlich gar nicht. Ja, das kommt daher, weil der Verkäufer von der Kamera, der hat mir gesagt, die kann sie entweder bei ihm daheim abholen oder er könnte mir entgegenkommen nach Reutlingen und könnte sie da abholen. Und jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Reutlingen quer, obwohl ich dem geschrieben habe, dass ich zu ihm heimkomme. Weil er
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich möchte halt einfach wissen, von wem kommt die Kamera? Heiland, jetzt bin ich echt ein scheiß Zimmerfahrer. Ja, möchte wissen, von wem kommt die Kamera, wo wohnt er, wie wohnt er? Dass, wenn im Nachgang mit der Kamera irgendwas sein sollte, dann weiß ich zumindest mal, wo er wohnt. Ich habe nicht bloß die Adresse. Und ja, B ist Reutlingen. Wäre jetzt tatsächlich etwas näher von mir. Aber da müsste ich. Also scheiß Fahrerei. Das ist alles Überland. Und so fahre ich jetzt nach Mörklingen, gang da auf der Autobahn, fahre nach Leinfelder Echterlingen. Ist von der Kilometer sind es glaube ich 20 Kilometer mehr. Aber dafür an den Großteil der Autobahn. Was mir ehrlich gesagt doch ein bisschen lieber ist. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange jetzt mit der Kamera aufgenommen wird. Wie lange das Video wird. Weil ich kann euch jetzt vielleicht noch ein bisschen was zur Kamera erzählen, bevor ich sie mir hole. Warum ich sie mir hole. Aber das sind ja jetzt gerade eh schon mal grob abgeschnitten. Also momentan ist eigentlich bildqualitätstechnisch so ziemlich die beste Kamera, was man eigentlich im Konsumerbereich kriegen kann. Wird jetzt, denke ich mal, it arg viel besser sein wie mein Sony ZV1. Jetzt bei solchen Lichtbedingungen. Wenn es dann natürlich ein bisschen dunkler wird, dann hat die Kamera natürlich mehr Vorteile, aber die Kamera hat an sich auch mehr Vorteile. Da gibt es ein sogenanntes Autoframing, also wenn jetzt hier auch ein relativ weitwinkliges Objektiv drauf an, kann jetzt ähnlich wie bei der neuen Sony Alpha 6700, die hat die Funktion auch, zoomt praktisch die Kamera ins Bild und verfolgt mich. Das heißt, ich kann da im Raum rumlaufen und die Kamera verfolgt mich nachher. Und die muss nicht nachher weitwinklig aufnehmen und macht das nachher selber manuell im Schnitt, sondern da ist dann keine Ahnung, wie das funktioniert. Macht die das über Gesichtserkennung oder über was anderes? Erster Vorteil, dann hat die Kamera eine sensorbasierte Kamerastabilisierung, dass das Bild auch von vorne weg schon mal ein bisschen ruhiger ist, als wie jetzt in der Kamera, wenn ich die Stabilisierung ausschalte. Dann hat die Kamera auch noch das Active Steady Shot, was die Kamera jetzt auch hat, also die berechnete Kamerastabilisierung. Wo dann aber letztendlich voraussetzt, dass man relativ kurze Belichtungszeit hat. Ja. Also im Großen und Ganzen ist er halt einfach nur ein bisschen besser. Neuerer hat bildqualitätstechnisch, also die Sony ZV-E10, weil wo wir jetzt aufnehmen, die ist eigentlich auch schon richtig gut, da kann man jetzt echt nichts sagen. Mein Sony Alpha 7C ist auch richtig gut und die Sony Alpha ZV-E1, was gar nicht, ob die Alpha heißt oder nicht, die ist schon halt in allem nochmal irgendwie ein bisschen besser. Und wenn wir Vollbildsensor, das heißt, die haben gute Lowlight-Eigenschaften. Aber was jetzt sie halt nicht haben, die haben kein gutes Weitwinkelobjektiv für die Kamera.
gutes Weitwinkelobjektiv von jetzt auf der Kamera drauf. Kann ja auf der anderen Kamera dann auch letztendlich auch nutzen, ist richtig. Aber im APS-C-Format. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kamera im Vollbildformat, wenn ich da ein bisschen digital ins Bild reinzoome, noch mehr aus dem Weitwinkelobjektiv rausholen kann als ich mit der Kamera. Wäre aber eventuell tatsächlich möglich, wenn ich da das Active Steady Shot aktiviere und das Objektiv drauf mache und im Vollbild filme und nicht im APS-C. Ja, muss ich dann ausprobieren. Also, irgendwo habe ich mal gehört, das soll echt gut funktionieren. Rein von der Theorie müsste es gut funktionieren. Ob es funktioniert, muss ich rausfinden. Was auf jeden Fall funktioniert, ist, wenn ich mein 10 bis 18 mm Objektiv nehme, das dann auf die neue Kamera drauf mache. Da kann ich im Vollformat filmen, das weiß ich jetzt schon. Da muss ich eigentlich nur minimal reinkroppen, weil sonst habe ich so eine Silhouette am Außen. Am Außengrenz, durch minimal reinkroppen, ist der Außengrenz weg, aber da habe ich halt nur Blende 4. Ja, also, man hört es vielleicht schon ein bisschen raus. Ich habe schon Objektive, wo ich an der Kamera verwenden kann. Es ist jetzt so, dass ich jetzt gar nichts habe, dass ich die Kamera dann erst noch irgendwo was kaufen muss, dass ich die verwenden kann, sondern ich habe schon Objektive. Und was auch so ein bisschen die Idee ist, aber ob ich das dann nachher umsetzen werde, das weiß ich halt nicht. Dass ich die Kamera dann praktisch bei mir in meinem Büro als Facecam nachher auch nehme. Weil ich habe jetzt zwei Kameras als Facecam und einmal die Alpha 7C und einmal die Sony Alpha 6500. Und die 6500, keine Ahnung, die hat seitdem ich im neuen Büro bin, hat die irgendwie ein Fokusproblem. Der Gesichtsfokus ist so oft irgendwie daneben, dass ich mir schon überlegt habe, ob ich die Kamera dann dahin hänge, mit der dann nachher filme, mit meinem 35mm Objektiv. Aber die Kamera da Hanna, die möchte ich eigentlich vorwiegend einfach nutzen für das jetzt. Ich gehe aus dem Haus, pack schnell die Kamera ein, drücke auf Aufnahme und dann ein Video. Ist klein, leicht, kompakt, so das ist die Kamera da. Ja, also. Man hört raus, dass ich die Kamera will, aber dass sie braucht. Aber dass ich sie dann letztendlich auch gleich nutzen kann und dass sie eventuell schon Verwendungszweck für die Kamera haben. Wobei der Verwendungszweck, wo ich es jetzt eigentlich vorhabe, ein bisschen übertrieben ist. Aber sei es drum. Ich hole mir jetzt die Kamera, weil ich es einfach kann. Ich will die jetzt einfach. Keine Ahnung, ich habe jetzt bei Amazon eh schon einen Warenkorb drin gehabt, da war die Zeit lang echt so günstig. Da war ein Warehouse-Deal ein paar Tage drin, 2208 Euro inklusive dem Kit-Objektiv. Das Kit-Objektiv brauche ich aber nicht, weil das habe ich damals mit der Alpha 7C schon mitgekauft, sprich das Kit-Objektiv, das hätte ich schon. Und ich habe es, ich glaube, nur für eine Testaufnahme einmal genutzt und das war's dann. Ja. Von dem her gesehen, ist nicht so schlimm, dass ich das Kit-Objektiv dann nicht habe.
Aber es wäre halt bei Amazon mit KIT-Objektiv günstiger gewesen als wie ohne Objektiv. Und deswegen war die Überlegung letztendlich da. Hat sie dann aber ja doch gekauft. Ja. Also. Jetzt hole ich mir auf jeden Fall die Kamera. Hoffe, dass das alles Hand und Fuß hat. Dass die Kamera so gut ist, wie man das vorstellt. Aber das ist halt, ich weiß auch, das ist so das ganze Mainstream, dass man sich irgendwas kauft, was man eigentlich geil braucht. Da ist man im Sommer. Also da gibt es ja einen YouTuber, der hat noch einen kleineren YouTube-Kanal wie ich und der macht aber viele so Kamera-Videos. Zero News oder irgendwie so ähnlich nennt er sich, ich weiß jetzt auch wieder. Der hat auf jeden Fall die ZV-E10, der hat die, glaube die Alpha 7C, dann hat er die Alpha 6400, dann hat er, also der hat auf jeden Fall zig Kameras. Und macht da halt Videos drüber. Und von dem habe ich letztendlich auch ein paar Videos angeguckt, aber mehr zur ZV-E10, wo ich die eigentlich kaufen wollte. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass er die ZV-E1 hat und habe da auch zwei, drei Videos angeguckt, aber ja, letztendlich jetzt so hundertprozentig verfolgt, was er da erzählen will. Weil ich die Kamera schon irgendwo gern hätte, aber der Preis halt einfach immer Niveau war, dass ich gesagt habe, ich hole sie mir so oder so wieder. Brauche ich mir jetzt gar nicht so ins Detail drum mit der Kamera beschäftigen. Bin ich auf kleinen Zeigen damals gegangen und habe dann auf kleinen Zeigen gesucht, ob sie da vielleicht günstiger ist und habe da einen Suchauftrag gespeichert. Und da habe ich gestern dann eine Meldung gekriegt, dass die auch noch für 1600 Euro verkauft. Na, ich denke, ja, das ist bestimmt so ein Fake-Angebot. Der sagt, dann überweist mir das Geld und dann schicke ich dir die Kamera zu und dann überweist das Geld ist weg und die Kamera kommt keiner. Ich habe dem einfach geschrieben, ob man die abholen kann. Das Druck kann man ja. Deswegen mache ich das jetzt. Hol die jetzt ab. Ich denke mal, da mache ich definitiv nichts kaputt. Ich habe dann eine super Kamera. Vielleicht ist es aber auch jetzt irgendein Fake-Verkäufer. Das gibt es noch geil, oder? Vielleicht wird die auch überfallen. Vielleicht wollte auch einer bloß, dass sie mit 1600 Euro vor der Tür stand und die nimmt er mir weg und die stand dann ohne irgendwas da. Ich weiß es nicht, also. Schon ein Kumpel gefragt, ob er vielleicht mitgegangen will. Falls sowas in der Art passieren sollte. Ey, ich denke mal, das wird schon passen. Also. Aber man weiß es halt, das ist halt schon schwierig. Ich hoffe einfach mal, das passt alles. Das Problem war, was ich auch gehört habe, er wollte, dass ich die komplette Kamera in bar zahle. Oder ich habe geschrieben, ob ich da vor Ort die Kamera mit PayPal-Freunde zahlen kann.
Dann hat er gemeint, nö, nur Bargeld. So, dann war es kurz vor 17 Uhr. Dann haben wir geschrieben, das wird jetzt wahrscheinlich ein Problem war, weil ich komme jetzt nicht mehr auf die Bank und kann nicht mehr so viel abheben. Dann habe ich auf der Bank angerufen und dann gefragt, ob man mein Limit von der EC-Karte kurzfristig erhöhen kann, dass ich so viel abheben kann. Und es war leider zu spät, das ist nicht mehr gegangen und ich bräuchte da dann auch noch irgendwas schriftlich. Dann habe ich gesagt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn ihr irgendwas schriftlich macht, dann bin ich ja schon in der Bank, dann kann ich es ja auch da bar abheben, dann brauche ich keinen Bankautomat. Und den Bankautomat habe ich jetzt gerade vorher Geld abgehoben und das Maximum, was ich abheben konnte, war 1000 Euro. Auf jeden Fall hat der dann gemeint, ja, ich soll mir von Freunden 500 Euro oder halt die 600 Euro ausleihen, der Rest noch. Dann hatte ich schon geguckt, ob ich mir irgendwo so viel Geld leihen kann. Und das ist halt einfach ganz einfach. Bis du dann jedem Mal erklärst, warum, weshalb, für was du das brauchst. Und dann sagst du, ja, du brauchst 600 Euro für eine Kamera. Dann frage die dann ja, dich erstmal, ja, wieso hebst du die 600 Euro jetzt selber ab? Und dann musst du erstmal erklären, warum du eine Kamera für 1600 Euro kaufen willst. Weil die meisten gehen halt auch davon aus, so eine Kamera kostet 600 Euro und das könnt ihr selber abheben. Und es gibt ja auch Kameras für 600 Euro, es gibt auch gute Kameras für 600 Euro. So wie jetzt die Sony ZV-E10, was wir jetzt gerade filmen, die kostet ja auch so um die 600 Euro. Die haben sie damals im Prime-Angebot gekauft für 539, 549, ich weiß es nicht mehr, aber auch nur Body-Only, also ohne Objektiv. Ja, aber das ist halt, das ist ja auch der Witz. Da will man eigentlich an der Kamera meistens irgendwie sparen und dann kauft man sich ein Objektiv und das Objektiv kostet so viel wie eine Kamera. Dann hole ich mir doch lieber gleich mal eine bessere Kamera, dass wenn ich weiß, dass ich mir Objektiv ein gutes hole, dass die Kamera das Objektiv höchstens voll ausnutzen kann. Das ist halt auch so ein Ding. Das bringt nichts, wenn man sich für 1000 Euro Objektiv kauft und das an einer Kamera nachhängt, wo 300 Euro kostet. Wobei das aber mehr bringt, als wenn ich für 1000 Euro eine Kamera kaufe und die kaufe Objektiv für 300 Euro dazu. Das Objektiv macht mehr am Bild aus, als wie Kamera. Ja. Also, ist schon witzig. Und eigentlich könnte ich mir jetzt auch das neue iPhone holen. Das kostet ja auch wahrscheinlich ungefähr so viel. Das neue iPhone 15 Pro Max, das hat dann auch schon, glaube 3 Kameralinsen hat es integriert. Weitwinkel, Standard-Zoom und dann ist da eine Zoom-Linse jetzt noch seit neuestem mit drin. Aber jetzt weiß ich gar nicht, ob die Zoom-Linse beweglich ist, dass man da auch wirklich außen reinzoomen kann oder ob das einfach bloß eine Brennweite von 150 hat. Brennweite 150 ist nicht digital, sondern wirklich Brennweite ist für Handy richtig, richtig, richtig gut. Jetzt sieht er zum Beispiel auf so einer Dampfermesse oder auf irgendeiner Messe gegangen und will da Videos machen, dann kannst du durch das integrierte Teleobjektiv natürlich auch mehr tiefe Schärfe erzeugen und schönere Bilder, ja, schöne Bilder kriegst du dahin, als wie wenn du das jetzt hättest. Aber du kriegst halt aus dem iPhone
nie und immer so viel tiefe Schärfe raus, wie ich es jetzt mit der Kamera da drin mache. Was auch geil, was ich aktuell für Blende an. Sehr bloß, dass ich in 1/30 filme da. Und die haben mein Ding schon ganz offen. Das heißt, es ist schon recht dunkel jetzt im Auto. Sitzen will, was verblendet, dass ich filme da. Oh, das ist natürlich jetzt echt schade. Aber jetzt an die Blende 1.8. Aber trotzdem bloß eine Belichtung von 1/30. Ja. Ja, langes Video war das auf jeden Fall. Nur für ein bisschen Blabla beim Autofahren. Das Mikrofon da oben, das coacht ganz schön vor sich nach. Ja, ich hoffe mal, dass das mit dem Ton einigermaßen so funktioniert. Ja, also das ist natürlich auf jeden Fall irgendwo eine Krankheit von mir, dass ich zu viel Geld in Kamera-Equipment investiere. Da sollte ich vielleicht irgendwann einmal sagen, jetzt reicht's. Weil mein Problem ist, ich kaufe mir zwar dann immer wieder irgendwie eine neue Kamera, aber ich verkaufe deswegen meine alte Kamera. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal anfangen. Ich habe dann die alte Alpha 6000. Wenn ich die ZV-E1 danach habe, kann ich praktisch da, wo die 6000 ist, die 6500er hinmachen. Ich könnte die 6000er verkaufen, weil ja, aber für die kriege ich halt auch nichts mehr. Und die Kamera hat auch noch das Problem, da ist der Monitor kaputt. Kein Bild mehr aus dem Monitor. Aber eigentlich eine super Kamera. Zum Filmen, super Kamera. Was geht, wann ist der Alpha 6000 eigentlich damals rausgekommen? War das 2014 oder noch früher? Also 2014, das ist schon auf jeden Fall so ein Jahr. Da ist Technik, hat sich da extrem entwickelt in viele Bereiche. Das sind dann die erste gute Computer-CPUs rausgekommen. Kameratechnik hat einen Mordsprung gemacht. Auch Kameratechnik in Handys, also ich glaube, das war alles um 2014. Das tun wir es mal ein bisschen grober einschätzen zwischen 2012 und 2015. Da hat sich extrem viel getan. Dann seit 2014 bis jetzt, also gerade Computer, CPU-Technik, klar sind die CPUs, Computer immer ein bisschen schneller und schneller und schneller geworden, aber das sind dann bloß noch kleine Schritte gewesen. Und damals ist, glaube ich, der i7-8700 rausgekommen, oder war das? Nein, das war die Sockel 2011. Ich könnte es euch gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall habe ich damals einen Computer gekauft und das war kein, doch das war auch ein i7.
das Sockel 2011 war das, glaube ich, und da habe ich den 5820 CPU geholt und der war richtig, richtig gut. Also der 5860 gäbe, der war minimal besser. Und dann später ist der 6950 rausgekommen, der war auch nochmal minimal besser. Und dann ist ja, aber das war halt Serverplattform, also den Rechner, den habe ich halt noch, beziehungsweise meine Tochter hat den jetzt. Serverbasierte Plattform, da war der CPU auch noch richtig groß, da ist also nicht so viel Wärmeprobleme gehabt wie mit der neuere Rechner. Hey. Wo da ist halt echt nochmal massiv einen Schritt nach vorne gegangen. Und so würde ich das jetzt auf jeden Fall mal umschreiben. Und Kamera ist dann 2014 das iPhone 6, glaube ich, rausgekommen. Damals haben wir das iPhone 6 Plus dann noch gekauft. Aber da weiß ich gar nicht, ist das 2016 oder 2014 oder 2015 rausgekommen. Das war dann, iPhone 5 war die Kamera auch schon ganz okay, aber mit dem iPhone 6 war die Kamera dann echt so, dass du sagen kannst, damit kannst du jetzt YouTube-Videos aufnehmen. Dann meine ist 2014 die Alpha 6000 rausgekommen, wo halt jetzt auch echt richtig gut ist für war halt, das war damals eigentlich eine von den besten Kameras, was Serienbildfunktion angegangen ist und hat die 24 Megapixel gehabt, was auch ziemlich viel ist. Ja, im Großen und Ganzen ist halt hat sich da überall nochmal einen richtigen Schritt dauert. Weil Schwäbisch getan, Hochdeutsch. Dann ist immer bloß noch ein bisschen besser geworden. Aber wenn ich jetzt hier ein Video mache mit der Alpha 6000 oder ich nehme dann nachher die teure neue Sony ZV-E1, wenn ich die habe, wenn das alles so funktioniert, wird die Bildqualität, naja, man wird schon sehr, dass die ZV-E1 dann ein besseres Bild macht, aber das ist jetzt so, dass man sagen kann, das ist schon 100% besser. Ist schon ein bisschen besser, ja, aber. Und wenn ich das dann mit der Kamera, mit der ZV-E10 vergleiche, da könnt ihr mir echt vorstellen, dass man da kaum einen Unterschied sehen wird. Also ich bräuchte die Kamera eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die eigentlich jetzt überhaupt holen will. Aber ich mach's jetzt. Wie ich ja vorher auch schon gesagt, ich hol's mir bloß, weil sie so extrem günstig ist. Wenn sie mir je zusagen sollte und diese für das gleiche Geld wieder verkauft, dann müsste sie relativ schnell los haben. Wenn ich Glück habe, könnte ich die sogar mit Plus verkaufen. Dauert dann halt ein bisschen länger, bis sie weg ist. Das Geld, was ihr kauft, kriege ich sie auf jeden Fall wieder los. Und wenn sie mir zusagen sollte, und vielleicht ist die Kamera so geil, dass sie dann nachher alles andere verkauft, was sie haben, und sagt, ich brauche bloß noch die Kamera. Das wird zwar nicht funktionieren, weil ich habe alle schon drei von den Kameras bei mir am PC am Schluss.
ist ja das Komische. Jede Kamera hat irgendwo seinen spezifischen Einsatzzweck, dass du die Kamera für das, die Kamera für das und die Kamera für das haben willst. Die ZV-E1 soll ein Überhitzungsproblem haben, was halt schade ist. Aber da ist so viel Technik drin und so ein schneller Prozessor, dass der schnell heiß werden soll. Aber die Kamera kann 4K mit 60 FPS, hallo? Das ist doch absolut obergeil. Oder 1080p könnte ich glauben mit 240 FPS. Was halt auch echt richtig gut ist. Fahren wir mal ein bisschen schneller auf der Autobahn, jetzt haben wir mal das Mikrofon austesten. Ob das überhaupt dann halt was sie vielleicht mal machen soll, die haben ja echt viele Kameras. Ich sollte da vielleicht mal anfangen, ein paar Videos machen, wo ich tatsächlich mal Kameras miteinander vergleiche. Dann nachher sagen kann, welche Kamera für wen eventuell warum geeignet ist, welche Kamera wo ihre Vorteile hat. Mal preis-leistungstechnisch, da wird über die ZV-E10, was mich gerade aufnimmt, da wird es nichts Besseres geben. Kann ich mir absolut nicht vorstellen, wenn die Kamera. Die Kamera ist richtig, richtig gut. Die hat einen super Fokus, einen schneller Fokus. Dann kann man das Active Steady Shot aktivieren. Damit habe ich auch eine super Bildstabilisierung. Vorausgesetzt, die haben viel Licht. Dann gibt es für die Kamera Wechselobjektive. Das ist natürlich ein Vor- und Nachteil, weil wenn es Wechselobjektive gibt, dann muss man die auch kaufen. ZV1 mit dem 1 Zoll Bildsensor, da ist ja fest verbautes Objektiv drauf, da kann man kein anderes kaufen. Das ist halt, das ist auch eine super Kamera. Hat auch eine Bildstabilisierung, wo einigermaßen was taugt hat. Ja. Aber die hat halt jetzt so einen großen Sensor und dann hat man so die Tiefe und Schärfe jetzt. Man sieht es jetzt ja, die Rücksitzbank, die ist relativ unscharf bei mir. Das ist halt, das gefällt mir halt. Mir selber die Kamera schön zum Reden. Die Hanse hoffe ich jetzt auch gleich, dass ich dann sagen kann,
dass sie dann berichten kann, ob sich der Kauf gelohnt hat. Ich bin da echt mega, mega gespannt. Aber wo ich damals die Sony Alpha 7C gekauft habe, die hat ja auch. Was habe ich für die eigentlich damals gesagt? Sie haben die gekauft mit dem Kit-Objektiv, haben die gekauft mit dem Griff, mit dem Sony-Mikrofon, mit dem Ansteckmikrofon. Da hat sie auf das Ansteckmikrofon und auf das, den Griff auf jeden Fall so viel Rabatt gegeben, dass man das eigentlich so mehr oder weniger mitkaufen müssen hat, denn das Kit-Objektiv, das war mit einem relativ kleinen Aufpreis, ich glaube, da habe ich 100 Euro mehr zahlt wie ohne Objektiv oder 130 Euro mehr. Dass ich dann damals gesagt habe, okay, das Objektiv kaufe ich mit, weil Vollformat-Objektive haben ja jetzt so viele, aber wenn sie jetzt heute oder wenn ihr jetzt da das heute irgendjemandem empfehlen könnt, dann würde ich sagen, lass das Kit-Objektiv weg, das braucht kein Mensch. Das braucht vielleicht ein Hobby-Fotograf oder ein Hobby-Videograf. Aber der braucht dann nicht unbedingt jetzt so eine teure Kamera. Also das passt halt auf halt zusammen. Das Objektiv und die Kamera. Die Kamera sagt aus, man kann das Beste rausholen, was man irgendwo rausholen kann. Und das Objektiv sagt, gerade jetzt. Also passt das Bundle eigentlich gar nicht zusammen. Wenn man da so oder so das Kit-Objektiv nutzen will, dann sollte man sich eine andere Kamera holen. Weiß nicht, ob ich das irgendwie so rüberbringen kann, dass es nachvollziehbar ist oder verständlich ist. Ja. Aber sei es drum. Aber die Kamera, die nimmt jetzt eigentlich auch schon relativ lang auf. Was geht? Seit irgendeiner Zeit. Wie lang das Video die Aufnahme schon geht. Dort bestimmt irgendwo im Display, bloß die kann 42 Minuten, glaube ich. Also 42 Minuten Akku zur Hälfte leer, ich glaube ganz okay. Aber wir haben jetzt auch gar keinen Ersatzakku mitgenommen. Wir haben jetzt ja erst nicht mehr Video, die Post war da, ich habe ja so ein Kabel bestellt und einen neuen Autolader. Da könnt jetzt mit USB-C bis zu, das Kabel kann 100 Watt, das Ladegerät kann aber glaube ich 36 Watt. Also ihr könnt die Kamera nachher, ihr könnt sie theoretisch auch jetzt schon an Strom hängen. Das ist schon auch jetzt ein Vorteil von der ZVE1, die hat einen großen Akku. So wie mein Alpha 7C auch, und das ist halt echt auch. Ist schon auch viel wert, großer Akku. Ja. Speicherkarte noch oder wo ich da andere?
Das wird das nächste sein, was dann auf mich zukommt. Wir haben eine Speicherkarte drauf. Ja, 100. Speicherkarte räumen, die kann bis zu 160 Mbits lesen und aber ich glaube Schreiber bis 120. Wenn ich in 4K 60 film, dann brauche ich wahrscheinlich mehr wie 120 Mbit Schreiber. Ja, das muss ich noch rausfinden. Noch habe ich die Kamera halt. Und wenn Speicherkarte ist nicht mehr das größte Problem, wie es früher mal war. Früher war die Speicherkarte echt richtig teuer. Und die hätte die Geschwindigkeit noch gar nicht erreicht. Da hat es auch die Größe gehabt. Ich habe jetzt eine 512 GB Speicherkarte gekauft mit so einem V30 oder U3, wie man die auch nennen mag. 512 GB für 32 Euro auf Amazon. Und Samsung U3 Schreiber bis 120, 130 Mbit, weiß ich jetzt nicht, und Gläser 160. Da sind aber neue Speicherkarten rausgekommen, die haben unten noch mal ein paar Anschlüsse mehr. Den dauern den anderen Namen, aber da könnt ihr jetzt echt geil sagen, wie die heißt. Die Speicherkarte habe ich bis jetzt noch keine gebraucht, weil 100 Mbit Schreiber hat jetzt bis jetzt immer gereicht. Ob es in der Kamera ist mit 4K oder ob es mein GoPro ist oder mein DOD Action oder meine Alpha 7C. Ja. So, aber jetzt an die Fahrer, ja. Das ist eigentlich auch schlecht, wenn man da auf Amazon, ja eben auf Amazon, auf eBay Kleinanzeigen, kann man Suchaufträge speichern. Kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich suche jetzt regional im Umkreis von 100 Kilometern nach irgendwas halt, was man halt gern hätte. Was dann aber neu zu teuer ist. Und wo man gebraucht, nur kaufen will, wenn es irgendwo ist, dass man es abholen kann, so wie ich es jetzt mit der Kamera mache. Aber ich glaube, da war der Suchauftrag sogar deutschlandweit. Ist also echt gerade Zufall, dass das einer aus der Nähe verkauft. Und Abholung bei Barzahlung habe ich bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich hoffe, das wird sich heute ändern. Ja. Langes Video. Vielleicht kann ich nachher beim Heimfahren dann schon mit der ZV E1 aufnehmen. Bin echt mal gespannt. Interessant wäre es auf jeden Fall. Thank you.
eigentlich auch gut mit der, ja, mit der Kamerahalterung. Wird es theoretisch funktionieren, aber wir haben da gar keinen Kamerakäfig oder irgendwas, dass ich die da festmachen kann. Aha. Also können die mit der Kamera theoretisch auch mehr machen, aber ich kann es nicht, weil ich kann die Kamera befestigen an meinem. Ja, das ist auch wieder so ein Ding. Ey, Bracket heißt das. Das ist doch scheiße, da kannst du immer Gas geben auf der Autobahn und dann darfst du wieder bremsen und dann schon wieder langsam fahren. Überall scheiß Baustelle. Kamera nimmt den 31. Lauf, das heißt, sie darf jetzt eigentlich nicht zu viel Bewegungen machen. Das wird wahrscheinlich komisch aussehen. Und mein Akku? Ich glaube, da steht eine Prozentanzahl sogar dabei, aber ich kann es nicht lesen, aber 29% kann das sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den neuen Akku drin habe, wobei der Kamera dabei war, oder ob ich den Akku vielleicht schon gewechselt habe mit irgendeinem alten Akku. Weil ich habe ja von den Akkus mehrere und die haben so Ladestation, da kann ich zwei Akkus gleichzeitig laden. Und die haben auch schon Akkus und so Ladestation für die Kamera, was ich jetzt kaufe. Ist halt natürlich auch praktisch. Das heißt, wenn jetzt dann mal losziehen mit der Kamera und ich mal ein längeres Video aufnehmen will, dann habe ich auf jeden Fall schon die passenden Akkus dazu. Was auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil wäre. Oder ist.
ist ja bald geschafft. Fahr so weit für nur Kamera. Schau. Schon auch nicht schlecht. Aber dann wäre ich eigentlich da jetzt in der Nähe vom. Oh, mir fällt der Name nicht mehr ein. Auf jeden Fall für mein X-Max Lexo, oder? Mir fällt der Name nicht mehr, ey, kratzt du. Ferrari auf dem Hänger. So wie es Leinfelder. Leinfelder, echt so länger dauert oder da? Wollte ich kein Beides fahren. Schau, ich habe jetzt nicht, oder?
Ach, da hinten ist wetterleichter. Das Problem ist halt, dass jetzt mein Radio ausgemacht dann. Und somit höre ich jetzt mein Navi halt. Aber wenn ich das Radio anhabe, dann habe ich nachher vielleicht ein GEMA-Problem. Deswegen beendet sie das Video an der Stelle, dann kann ich das Radio anmachen und höre dann nachher auch, was Navi mir sagt, wo ich abbiegen soll. Dann sehen wir uns gleich wieder auf der Heimfahrt. Der dieser, also bis gleich. So, meine allererste Testaufnahme mit der neuen Kamera. Hier liegt jetzt meine alte Kamera. Hier ist die Verpackung von der neuen Kamera. Und ich habe außer eingeschaltet und das mit dem Smartphone verbunden. Habe ich noch nichts gemacht. Leider kann ich euch jetzt nicht auf die Halterung drauf machen, weil das nicht funktioniert. So, jetzt kann ich mal die Blende zumachen. Dann sehe ich, okay, die blinkt auf 1/25 und ich weiß jetzt auch gar nicht, in welcher Auflösung die Kamera jetzt aufnehmen will. Wie gesagt, ich habe noch keine Einstellung vorgenommen. Das ist jetzt einfach out of the box. Ja. Ich glaube, ich hoffe mal, ich habe einen guten Deal gemacht. Aktualisieren kann jetzt euch zum Beispiel mal gucken, was jetzt hier. Update. Okay, es gibt auf jeden Fall schon ein Update dazu. Einstellungen. Standardfunktion, das muss hier. Das muss ich alles dann in Ruhe daheim machen. Wenn ihr euch jetzt auf die Halterung drauf machen könnt, dann könnt ihr jetzt die Kamera tatsächlich schon zum Filmen nutzen. Und ich muss sagen, das ist schlecht. Das ist jetzt nicht unbedingt schwerer wie mein ZV-E10. Das Mikrofon kann ich auch hier drauf machen und die Bildstabilisierung, für das, dass jetzt sie so reich rumwackelt, finde ich, sieht das gar nicht schlecht aus. Ich hoffe, dass sie einen guten Kauf gemacht haben. Rechnung hat er mir jetzt auch ein paar PDF zugeschickt und die Kamera hat kostet 2,4. Also wenn jetzt echt ein super Deal gemacht, hoffe ich mal, das passt alles so. So, das ist jetzt halt bloß die Frage, ich kenne mich halt mit der Kamera jetzt echt nicht aus. Ich weiß, da kann man jetzt verschiedene Richtungen hin und her swipen. Kann Tonpegel, hallo, könnte jetzt laut und leise machen. Ja, was ist das hier? Ja, da kann man so viel machen, ich weiß halt echt noch gar nichts. Ich weiß halt echt noch gar nichts von der Kamera, deswegen würde ich sagen, ich stecke jetzt wieder alles um auf die andere Kamera und dann fahren wir auch wieder nach Hause. Wenn jetzt die Kamera da in den Halter reinmachen könnt, wäre es natürlich perfekt, wenn ich denn das Metall nicht da unten umschrauben könnte, aber das ist über die Gänge, ne? Das geht da nicht mehr. Ich habe in der ZV-E1 einen großen Akku drin, in der ZV-E10 habe ich bloß einen kleinen Akku drin. Das funktioniert leider. Autofokusgeschwindigkeit. Also da muss ich echt, sobald ein Auge sichtbar ist,
wechselt er auf mein Gesicht, nur wenn ich mein Gesicht verdecke. Sobald ein Auge von mir sieht, und der erkennt jetzt auch mein Auge mit Brille. Da hat die andere Kamera echt Schwierigkeiten. Ja, solange ein Auge irgendwie sichtbar ist, bleibt der auf dem Gesicht, auf dem Auge. Also, Kamera wieder umbauen. Oder ich gehe jetzt einfach heim. Nimm dann daheim vielleicht noch mal kurz was auf. Jetzt hört auf jeden Fall schon mal das interne Mikrofon von der Kamera, weil das soll ja eigentlich auch richtig, richtig gut sein. Ich hoffe, dass der Windmuschel auch dabei ist. Aber das, ja, da kann ich jetzt einfach mal davor aus. Dann sehen wir uns gleich noch einmal. Tschüss. Also, wenn das jetzt gerade aber alles so funktioniert hat, wie man das vorstellt, dann habt ihr jetzt auf jeden Fall gerade einen Ausstieg sehr von meiner Kamera. Kamera habe ich jetzt gekauft. Ja. Jetzt sehe ich dann schnell Zeuge. Da ist sie. Die ZV-E1. So, jetzt weiß ich bloß nicht, wo ich hinfahren muss. Jetzt muss ich tatsächlich das Navi anschalten und sage, ich will nach Hause. Weil, keine Ahnung, ein bisschen planlos hier. Bitte links abbiegen. Das hört sich schon mal gut an. Na, links habe ich eh schon den Blick gesetzt. Ja, und die versuche jetzt auch gerade mal die Kamera parallel zum Laden jetzt hier im Auto. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie viel Akku das ich noch habe. Dumme ist halt, wenn die Kamera jetzt im Laden ist, dann ist das demnächst rechts abbiegen. Das Kabel kommt ja raus und das ist direkt vor dem Display. Ja, und eigentlich würde jetzt schon hier im Ort schnell was gucken, weil hier im Ort, da hat es nach 200 Metern rechts abbiegen und danach rechts fahren. Na, ich biege jetzt mal links. So. Jetzt mal links ab. Weil hier hat es mal einen richtig, richtig guten Club gäbe und der bitte hat, rechts abbiegen. Der hat zugemacht und der muss jetzt aber irgendwie neu aufgemacht haben. So abbiege, wie ich abbiege will. Muss hier runterfahren. Oje. Nach 300 Metern rechts fahren und danach wieder rechts fahren. Nein, ich will jetzt schnell umdrehen. Aber das machen wir gleich, was da wie gesagt. Das machen wir gleich und ich bin eigentlich echt richtig hell im Bild. Obwohl es eigentlich hier im Auto alles andere als wie hell ist. Den Kreisverkehr an der dritten Straße verlassen und danach rechts fahren. Lass den jetzt an der
erste Straße, weil hier unter ist ein Club. Da war ich schon mal und der Club, der ist gar nicht schlecht. Nach 200 Metern links abbiegen und sofort wieder links abbiegen. Da würde ich gerne mal wieder hingegangen, aber ich bin blank, ja, kein Geld. Und ich kann jetzt mit der EC-Karte ja auch nicht demnächst links abbiegen. Aber der war zu und der hat scheinbar wieder neu aufgemacht. Bin da nämlich schon mal vor der zu einer Tür gestanden. Ja, der hat wieder auf. Und der heißt anders. Der Parkplatz ist gut besucht, für das, dass eigentlich heute Montag ist. Das heißt, ich guck da jetzt einfach mal schnell. Was denn da drinnen startet? Kommt der wieder? Irgendwie hat jetzt gerade meine Kamera ausgeschaltet. Und ich weiß gar nicht warum. Ja? 100 Metern links abbiegen. Auf jeden Fall bin ich jetzt tatsächlich stolzer Besitzer von einer. Bitte links abbiegen. Neuen Kamera von der Sony ZV-E1. Und ich hoffe, dass die Kamera genau so ist, wie ich es mir vorstelle. Den Kreisverkehr an der zweiten Straße verlassen und danach rechts fahren. Also auf jeden Fall ist die ZV-E1 eine Vollformatkamera. Das heißt, die kann die Kamera nach 300 Metern rechts fahren und danach wieder rechts fahren. Ich kann die Kamera nutzen als Vollformatkamera und ich kann die Kamera aber auch nutzen als APS-C-Kamera. Sprich, ich habe ein paar Vollformat-Objektive, kann die alle nutzen. Bitte rechts. Und kann ja auch meine APS-C-Objektive verwenden, also Objektive habe ich dann schon mal. Nach 400 Metern rechts fahren. Bei der Testaufnahme, wenn das funktioniert hat, gerade eben, dann war ja auch das Objektiv drauf, was jetzt gerade drauf ist. Und da ja die Kamera nur nagelneu ist und die ab von der Einstellung an noch gar nichts gemacht haben. Nach 600 Metern links fahren auf die A8. Und jetzt in dem Fall auch im APS-C-Format aufgenommen. Wenn ich mit der APS-C mit dem APS-C-Objektiv im Vollformat an einer Vollformatkamera filmen will, dann muss ich das bitte der Kamera links. Muss ich das der Kamera sagen, dass ich das machen will. Das muss ich dann umstellen. Und das ist etwas, das muss ich dann noch ausprobieren. Ob ich da digital so weit reinzoomen kann, dass man viel sieht oder wie oder was oder wo. Ich denke, das wird schon alles hinhauen, wie man das vorstellt. Und was ich gerade festgestellt habe, die Kamera ist jetzt, die ist zwar ein bisschen dicker wie die ZV-E10, aber nicht schwerer, nicht größer, das ist eigentlich. Also ich kriege jetzt scheinbar in die ZV-E10 nicht so viel Strom rein, wie die Kamera zum Filmen braucht.
Was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass ich im Display extrem hell bin. Dass meine Kamera blinkt, dass sie in 1/30 filmt. Die will mir eigentlich noch heller machen. Ich weiß gar nicht, den ISO, ich glaube, den habe ich. Ja. ISO habe ich glaube irgendwann mal eingestellt, dass der auch höher gehen kann. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so übertrieben hell jetzt in der Kamera. Ja. Auf jeden Fall haben jetzt die eine Sony ZV-E1. Haben die mit meinem Handy schon mal verbunden. Haben jetzt schon mal. Erste Testaufnahme gemacht, die ja jetzt hoffentlich auch schon sehr sind. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie, dass ich mal das Cam aufgelaufen bin. Also die Kamera selber ist auf jeden Fall mal eine richtige Kamera, die auch funktioniert. Die optisch auf jeden Fall nagelneu aussieht. Dass die irgendwo aus dem Diebesgut rauskommt, weil es komisch ist, ich wäre der Verkäufer, der hat vor dem Haus, das hat er schon auf mich gewartet. Der hat mir auch vorher geschrieben, ich glaube, das hat er mitgekriegt, da hat er gesagt, dass er jetzt gerade schreibt. Aber während dem Autofahren kann ich schlecht irgendwie zurückschreiben. War auf jeden Fall an der Adresse und hat schon vor dem Haus gewartet. Was natürlich nicht unbedingt von Vorteil ist. Ich hätte schon eher gekannt, dass der den Sack vom Hof in die Wohnung, dass ich weiß, dass der aber sicher da wohnt. Weil er hat auf jeden Fall eine Rechnung von ihm gekriegt. Sein Name drin stand, aber ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, um die Adresse. Justiz VW-Bus, Justiz VW-Bus. Ob die Adresse von da ist, aber die Rechnung, die haben jetzt nur als PDF gekriegt. In Papierform, aber ja gut, ist doch da egal sein. Das dürfte eigentlich relativ egal sein. Aber die Gefahr wäre halt jetzt eher gewesen, wenn ich es bestellt hätte. Online, privat, gebraucht. Du weißt halt gar nicht, kommt überhaupt was. Ja, auf jeden Fall haben jetzt eine richtig gute Kamera. Hoffe ich mal. ZV-E1 soll Überhitzungsprobleme haben. Das kann natürlich sein, dass das vielleicht eventuell ein Problem für mich sein wird. Gerade wenn ich die Kamera als Räume, mehr oder weniger als Webcam halten soll. Das ist eigentlich so, eigentlich die Idee. Ja, die Idee hätte jetzt auch noch eine und ich bin jetzt nicht weit weg vom Markus, weißt du genau, jetzt fällt mir dann auch wieder ein. Der Markus könnte eigentlich von dem theoretischen Link-Servo abholen, dass jemand X-Wechsel zum Laufen bringen könnte.
aber irgendwie habe ich auch gesehen, weiß nicht, momentan das ganze RC-Fahrer, das macht echt mega, mega Spaß, aber das ist halt, weiß ich, das ist teuer. Ich kaufe jetzt links sauber, baue den ein und dann kann es nicht klicken. Da bin ich halt echt immer ein Reparierer. Aber aktuell wäre jetzt halt echt weit von dem. Ja, theoretisch nach einem Monat, aber erst nochmal 50 Euro Rabatt kriege von Sony. Also, wie heißt das? Rückerstattung, Cashback. Cashback heißt das, genau. Das mit dem Cashback, das ist halt auch so ein Scheißding, das muss.
muss kaufen, muss vorfinanzieren und dann nach einem Monat kannst du Cashback erst beantragen. Und dann musst du gerade denken, dass ja, ich vergesse, weil sonst hast du 50 Euro verschenkt. Und ich kriege ja Cashback für das Mikrofon und ich kriege ja Cashback für das Objektiv für beides. Also kriege ich von Sony jetzt oder so noch 100 Euro. Ich habe nur so ein L-Bracket kaufen für die ZV1, dass ich die Kamera letztendlich auch richtig nutzen kann. Und dann muss ich viel ausprobieren, viel spielen mit dem Ding. Ah, weiß ich auch nicht. Wie das alles. Alles machen wird. Ja. Also ein Dashcam ist schon was Feines, aber so ein Dashcam im tierisch auf den Sack. Bin ich schon froh, dass sie den IFO-Halter mir irgendwann mal ins Auto gekauft haben. Da meine Kamerahalterung. Und da kann ich halt echt große Kameras, kann ich da praktisch, ja, da wo meine Kamera jetzt drin ist. Weil die ZVE10, die ZVE1, die Sony Alpha 7C, das sind ja eigentlich alles nicht unbedingt so kleine Kameras. Jetzt rück ich langsam in die Kurve, ne, und das heißt, da ist schon eine Hebelwirkung. Das hebt alles am Saugnapf an der Scheibe dran. Ein einziger Saugnapf. Und der Saugnapf, den habe ich, wann habe ich die Halterung gekauft, habe ich die schon im vorigen Auto gehabt. Ich glaube, das Auto habe ich seit 2015. Die Halterung irgendwann kurz drauf gekauft. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, also. Ja, die Hanni, ich hab mal überlegen, 2017 muss ich die gekauft haben. 2015 habe ich noch in Memmingen geschafft und dann habe ich mich intern in der Firma versetzen lassen, bin dann nach Ummedorf gekommen und wo ich in Ummedorf war, habe ich dann nachher öfters Videoaufnahmen gemacht im Auto mit meiner Sony 6500. Anfangs nur irgendwie probiert das Ganze mit GoPro und andere Kameras zu machen. Aber jetzt gerade bei so Lichtverhältnissen wie jetzt, da ist halt GoPro, Handy, was da immer, steckt da halt völlig aus. Das Bild wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so toll sein. Vermute jetzt einfach mal, ich weiß es nicht. Kann
jetzt, was ich mir halt vorstelle kann, ist, dass ich jetzt nicht die Kamerastabilisierung halt ausmache, oder dass das jetzt eher ein bisschen kontraproduktiv ist. Dass das Bild vielleicht ein bisschen verwackelt ist. Ja, komme jetzt aber während dem Autofahrer auf jeden Fall zu öffnen an die Einstellungen. Ja, und das ist jetzt in der ZV-E1 dann auch ein Vorteil. Das hat das neue Touch-Display, wo du dann auch über den Touch und die Menüpunkte kommst und im Menü was umstellen kannst. Gerade bei der Kamera jetzt, da muss ich dann immer die Kamera von der Halterung normal runter machen, dass sie an die FN-Taste kommt. Weil ich weiß nicht, wo die genau hockt. Ich könnte sie auch so drücken, aber dann drücke ich alle möglichen Knöpfe. Ja. Irgendwie freut es mich schon, dass ich eine E-Kamera habe. Also die Testaufnahme, was jetzt gerade vorher schnell im Auto gemacht haben. Was ich im Display gesehen habe, war schon eigentlich nicht schlecht. Und die wäre jetzt der Hanna zum bei Nacht im Auto aufnehmen, wäre weil ich glaube, jetzt habe ich wahrscheinlich so leicht verpixeltes Bild. So. Ja. Verpixelt halt. Man sieht halt, wahrscheinlich gerade da oben, wo es so ein bisschen hell ist, das wird wahrscheinlich ein bisschen komisch aussehen. Weil der ISO, der wird, denke ich mal, fehlen vielleicht. Wieder 10.000 oder 100.000. Keine Ahnung. Nach 3 Kilometern rechts abfahren. Das ist jetzt dann, glaube ich, meine teuerste Kamera, was ich gekauft habe, oder? An der nächsten Ausfahrt rechts abfahren. Oh, meine Kamera hat schon wieder ausgeschaltet, weil der Akku leer ist. Ich kriege da dann mit meinem Ladegerät so viel Strom in den Akku rein, als was ich verbrauche. Jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich hängen geblieben bin. Auf jeden Fall wird ein sehr, 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 sehr langes YouTube-Video werden. Hätte jetzt echt einen zweiten Akku mitnehmen können. Ja, gut, sei es drum. Jetzt kann ich zweiter Akku mitnehmen und nehmen jetzt halt einfach auf. Auf jeden Fall. Oh. Ich weiß noch gar nicht. Wahrscheinlich werde ich die Kamera jetzt nachher nochmal irgendwann kurz ausmachen, dass der Akku ein bisschen länger laden kann. Dass, wenn ich dann nachher daheim vor der Haustür stand, dass wir uns, sagen wir mal, nochmal die Kamera angucken können. Und dann wird's, war, keine Ahnung, mache ich ein Video, die Post war da oder wie, was auch immer, ich weiß es nicht.
auf jeden Fall richtig viel Geld los war. Ja gut. Für das Geld kaufen sich manche Leute Auto, aber inzwischen auch nicht mehr. Wir haben jetzt erst vor kurzem geguckt nach einem günstigen Auto. Die Zeit wie früher, dass man für unter 1000 Mark oder für 500 Euro ein Auto kriegt, wo man TÜV hat, wo man noch fahren kann, eine Zeit lang, das ist die Zeit, die sind vorbei. Wenn man jetzt ein Auto findet für 500 Euro, dann ist was kaputt. Oder Auto hat keinen TÜV mehr. Ein Auto, was fahrbereit ist und TÜV hat. Mindestens 2000. Also man zahlt jetzt 2000 Euro für ein Auto, wo man früher 500 zahlt hat. Eigentlich schon der absolute Hammer. Die Preise für jeden Scheiß steigen ins Unermessliche. Und selbst die ZV E1, was ich jetzt kauft, dann 1600 Euro ist ein super, super Preis. Aber es ist trotzdem echt verdammt viel Geld für einfach nur Kamera. Als Sie kennen, wenig oder eigentlich gar niemand, wo so viel Geld für eine Kamera ausgegeben hat. Aus meinem privaten Umfeld. Wenn man so auf YouTube guckt, dann gibt es natürlich viele, wo so viel Geld für eine Kamera ausgegeben und ja, ich weiß gar nicht, wie es ist, was ich da sagen soll. Ich verdiene mit meinem YouTube-Kanal Geld, aber investiere immer Unmasse an Geld. Das ist echt auch ein sehr teures Hobby und das ganze RC-Autofahren, das ist letztendlich, für mich war es eigentlich auch mehr oder weniger dann ein YouTube-Hobby. Demnächst links abbiegen. Weil, ja. Du weißt halt nachher, dass die okay, du machst ja Videos und dann musst du ja, dann investierst immer wieder in. Nach 200 Metern links abbiegen auf die B28. Dann investierst du ja wieder in andere Autos. Und du bitte links abbiegen. Kannst halt ein Jahr lang oder weiß ich, unendlich da halt immer im gleichen Auto rumfahren, dann guckt er ja auch keiner mehr zu. Und dann hast du ein teures Auto gekauft und dann möchtest du auch irgendwo das Maximale an Bildqualität rüberbringen, dass du es auch zeigen kannst. Und dann investierst du halt auch wieder in Kamera. Und so habe ich dann damals die DJI Action 2 gekauft. Mit welchen ich meine erste Videos aufgenommen habe. Habe ich die eigentlich gleich gekauft oder? Ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich habe auf jeden Fall die DJI Action 2 gekauft, dann war die Kamera eigentlich richtig gut, aber der Akku war schnell leer und die Kamera überhitzt auch relativ schnell. Dass ich mir eine zweite gekauft habe. Die, was dann gekommen ist, die habe ich bestellt mit Monitor, die ist dann aber gekommen mit Akku. Die habe ich dann wieder zurückgeschickt. Und dann nochmal eine neue bestellt, dann aber für die dann mehr zahlen müssen. Jetzt weiß ich, laut dem Amazon-Telefonat erst vor kurzem, weil ich schicke jetzt eine Festplatte zurück.
Ich habe dann gemeint, wenn ich die gleiche Festplatte nochmal kaufe und wenn ich da mehr zahle, dann soll ich anrufen, dann kriege ich die Differenz zurückerstattet, weil ich kann ja nichts dafür, dass die kaputt gegangen ist. So, damals hätte ich auch nichts dafür können, dass die mir das falsch geschickt haben. Hätte ich auch den Differenzbetrag mir theoretisch erstatten lassen können, aber da hätte ich das nicht gewusst. Ja, vielleicht wäre es auch geil gegangen, ich weiß nicht. Vielleicht ist das. Ach, war richtig. Auf jeden Fall habe ich dann eine zweite DoD Action 2 gekauft und dann war irgendwann ein Warehouse-Deal im Angebot mit einer DoD Action 2 mit Akku-Pack. Die war echt so billig, dass ich gesagt habe, die kaufe ich jetzt auch noch. Und was ist jetzt das Ende vom Lied? Jetzt habe ich drei DoD Action 2 und verwende eigentlich, wenn ich die benutze, fast bloß die mit dem Akku-Pack. Weil ich einfach, weil ich habe alle drei in so einem AP drin. Aber in allem habe ich so ein Case drumherum gemacht, da wird die Kamera aber um einiges größer. Die benutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Zwei sind ohne Case und die zwei Kameras verwende ich abwechselnd und lade es dann aber in dem Akku-Pack dann wieder auf. Demnächst rechts abbiegen. Ja, und irgendwann hat es dann nochmal drei Warehouse-Deals gegeben. Da war die GoPro 8 Black, die GoPro 9 Black und die DoD Action 3, die war halt alle drei zu. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf die B492. Jetzt haben wir echt gute Preis zum Krieger und dann habe ich die drei Kamera. Ich glaube, die habe ich sogar in einer Bestellung gestellt. Weil er halt auch gemeint hat, okay, rechts abbiegen. Das probiere ich dann aus. Und die zwei beste Paldi. Oder die beste Paldi und die andere schicke ich wieder zurück und zurückschickt da natürlich keiner. Die haben jetzt alle. Jetzt alle die Kameras. Also an jetzt drei. Ja, Kamera schon wieder ausgeschaltet. Ja, auf jeden Fall, wo bin ich gerade standen geblieben? Ich habe jetzt drei DoD Action 2, was eigentlich meiner Meinung nach echt richtig, richtig gute Kameras sind, gerade für so RC-Aufnahmen. Dann habe ich die GoPro 8, die GoPro 9 und die DoD Osmo Action 3. Und das ist eigentlich die Kamera, die ich jetzt eigentlich hauptsächlich verwende, weil weiß ich, die finde ich am besten von denen. Die ist auf jeden Fall schnell geladen, Akku hebt ewig und das, die Bildstabilisierung, die ist echt ein Traum. Also da muss man echt sagen, Hut ab an den Action-Kamera-Hersteller. Das machen die echt richtig gut. Ja, blast die ganze Zeit rein, ohne Ende. Dann kann ich mal auf dem Auto, dass der die Lüftung mal ein bisschen runterfährt. Ja, und die GoPro Session, die habe ich auch noch. Aber ich glaube, die GoPro Session, das ist eine Kamera, die. Ja. Das ist die Kamera, wo ich wahrscheinlich am wenigsten noch benutzen werde. Wobei die Kamera aber irgendwie kein großer Wert mehr hat, dass sie die Kamera, was sie auch schon gemacht haben, auf so ein RC-Auto draufgeschnallt und bin dann
wenn dann mit der Kamera rumfahre. Das Problem ist halt, wenn du da Kamera auf dem RC oder Spazierer fährst. Also A ist die Gefahr groß, dass sie kaputt geht. Wenn du da mal auf dem Dach landest, dann ist die Kamera Schrott. Oder zumindest mal irgendwas verkratzt oder was auch immer. Nicht unbedingt geeignet dafür. Was da schon mal ein Nachteil ist. Und dann. Ja, aber wenn ich die jetzt verkaufe, dann kriege ich auch nicht mehr viel Geld. Vielleicht nur 80 Euro oder so. Keine Ahnung. Damals hat es halt noch keine Kamerastabilisierung gegeben. Das ist also im Action-Bereich ist so eine Stabilisierung echt fast am wichtigsten. Naja. Auf jeden Fall. Kameras haben jetzt echt wie Sand am Meer, ich müsste gerade mal zusammenzählen. Also dreimal Osmo Action 2, dann die 3, dann die GoPro 8, die GoPro 9, GoPro Session, da habe ich schon mal 7 Kameras. Dann habe ich die Sony ZV-1, ZVE-1 jetzt, ZVE-10. Jetzt sind wir schon bei 10, die Alpha 6000, 6500, die Alpha 7C 13. 13 Kameras. Dann hätte ich theoretisch nochmal eine Sony Kamera, aber die habe ich meinem Sohn irgendwann geschenkt und dann habe ich die Nex 5 Cat, die habe ich auch hergeschenkt. Dass ich die hergeschickt habe, ist natürlich schon ein bisschen schade, weil die Nex 5, das war eigentlich auch eine gute Kamera. Ich habe die eigentlich doch auch ab und zu verwendet, aber die hat auch ihre Probleme gehabt. Ich glaube, da hat man noch kein externes Mikrofon anschließen können. Das Shotgun, was sie haben, war sehr ober. Aber beim Blitzschuh abgenommen wird, ich weiß gar nicht, ob die Kamera das schon unterstützt hat oder nicht. Oder ob die überhaupt einen Blitzschuh hat. Aber die war halt echt mega, mega klein. Bildqualität APS-C, ganz normal. War ziemlich gut. Plus Ton. Ton war, glaube ich, ein Problem. Da hat man noch kein externes Mikrofon anschließen können. Und der interne Ton ist halt. Wobei das ja aber jetzt von mir eigentlich auch nicht mehr ganz so wichtig wäre, weil ich habe ja das Mikrofon, das DoD-Mic. Das DoD-Mic, ich habe es nicht oft verwendet, aber immer wenn ich es verwendet habe, dann habe ich es eigentlich nur verwendet mit als Aufnahmegerät. Ich stecke das einfach hin und das nimmt den Ton auf und ich schneide es dann nachher im Schnittprogramm nachher zusammen. Also komplett separate Spur, komplett unabhängig von allen möglichen Kameras. Das finde ich an dem DoD-Mic echt mega. Also hättet sie da irgendwie bloß so ein kleines externes Tonaufnahmegerät gekauft, wenn es das gibt in der Größe, das hat mir wahrscheinlich schon vollkommen gereicht.
Videoschnitt das zum Synchronisieren, das ist nicht mehr so kompliziert, wie es früher war. Da, du hast jetzt deine 3, 4, 5 Spuren, was du hast, die musst du alle markieren und dann sagst du alle zueinander synchronisieren und dann macht das eigentlich das Schnittprogramm. Mehr oder weniger zuverlässig, aber. Und wenn es bald passt, kann ich selber ja auch noch dir die Welleform einblenden lassen und wenn da irgendwo ein Peak drin ist, dann kannst du es ja selber synchronisieren. Also ist vielleicht ein Mehraufwand, aber funktioniert, wenn du irgendwie Aufnahmen hast, wo am Stück sind. Wenn ich jetzt halt natürlich gerade so wie jetzt mit dem Auto unterwegs bin und die. Oh, jetzt hat meine Kamera schon wieder ausgeschaltet. Also ich glaube, ich hätte doch ein stärkeres Netzteil da ins Auto kaufen müssen. Ich habe halt gemeint, das nach reicht. 400 Metern rechts abbiegen. Ich habe gemeint, so ein 36 Watt Netzteil reicht, aber das mit dem 65 Watt Netzteil, da hätte mir das wahrscheinlich nicht passieren. Bitte rechts abbiegen. Da wäre wahrscheinlich der Akku sogar nur. Dann wäre der Akku wahrscheinlich voll gewesen, bis ich daheim bin. Ja, egal. So warte jetzt halt immer ein paar Minuten und dann kann ich die Kamera wieder einschalten und kann wieder ein paar Minuten filmen. Ihr könnt sie auch mal länger auslassen. Die Kamera einfach mal laden lassen und dann hätte ich auch wieder mehr Spaß. Ja. Aber wo bin ich, glaube ich, verstanden geblieben? Beim DoD-Mic. Ich finde, das DoD-Mic ist echt gar nicht schlecht. Das ist, ich habe das zwar noch nie als Funkstrecke genutzt, weil ich da eigentlich das Sony-System besser finde. Das stecke ich oben in der Bitshow ein und die haben alles fertig. Muss ich bloß einschalten. Und dann ist die Tonübertragung ja sogar digital. Das DoD-Mic, da muss ich dann extra Kabel mitnehmen, muss dann das Kabel verbinden. Die muss es dann auch immer wieder von der Kamera runternehmen, dass ich es im Ladecase dann wieder auch laden kann. Ja, also so nutze ich das DoD-Mic eigentlich da, aber so hinklemmen, intern in dem kleinen Mikrofon aufnehmen, mega, mega, mega. Das war richtig, richtig, richtig gute Idee von DoD. Das kommt halt dann immer, ja, immer drauf an, was nimmst du gerade auf. Und wenn du jetzt halt irgendwie mehrere Schnipsel aufnimmst, dann kann das natürlich nachher beim Schnitt auch immer das Problem machen, weil das musst du ja alles dann irgendwie wieder zusammenschneiden. Wenn du aber so, wenn du jetzt gerade bei mir daheim im Büro ein Video aufmacht, die Post war da und es kommt ein großes Problem. Demnächst rechts abbiegen. Da ist das optimal. Weil dann nehme ich ja am Stück auf und wenn ich irgendwas rausschneiden will, dann schneide ich von nach alle. Nach 200 Metern rechts abbiegen. Ja, ich weiß, dass ich daheim bin. Dann schneide ich ja von alle Spuren. Bitte rechts was raus. Abbiegen. So, ich muss mal schnell mein Navi ausmachen. Zielführung beenden. Ich weiß, wo ich wohne. Dann kann ich ja von allen Spuren immer das gleiche rausschneiden und dann funktioniert das eigentlich auch wieder gut. Aber da geht mein Computer dann so langsam in die Knie, beziehungsweise Arbeitsspeicher geht in die Knie. Aber da habe ich jetzt auch mehr Arbeitsspeicher von meinem Rechner bestellt, das ist halt heute. Ist ja auch nicht von meinem Konto abgebrochen, das geht ja auch noch weg. 128 GB Arbeitsspeicher bestellt. Die haben ja aktuell ja 64 drin und 64 hat mir. Und dann müssten wir theoretisch reichen, aber gerade wenn ich im Videoschnitt bin, dann reicht es halt oft nicht und das werde ich jetzt auch nachher spüren, wenn ich das Video wahrscheinlich schneide. Weil ich
muss das, denke ich mal, schnell. Ich glaube, dass ich das mit Lossless alles zusammenkitten kann, weil ja auch andere Kamera mit drin haben. Ich kann es probieren, aber wird, glaube ich, keiner. Ja. Aber da ist das D&D-Mic trotzdem gut. Weil das hole ich aus dem Case raus und dann fängt es sofort die Aufnahme an. Das muss ich dann mal einschalten oder irgendwas machen, dann einfach halt aufnehmen. Das nimmt halt einfach auf, fertig. Und alles, was ich zivil aufgenommen habe, das muss ich halt dann halt rausschneiden, aber gerade Ton. Nimmt es im MP3-Format auf oder im anderen Format. Aber Ton selber braucht eigentlich kaum Speicher. Da ist es ja eigentlich ganz so tragisch, aber gerade Bild, wenn du in 4K Bild aufnimmst, da kannst du halt schon zugucken, wie der so einen Haufen Speicher verbrauchst. So, also, ich wäre jetzt daheim. Mein Handy ist immer noch beim Laden. Jetzt kann ich euch ja trotzdem mal die Kamera mal zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob man vorher groß irgendwas gesehen hat. Das ist auf jeden Fall die ZV-E1. Das müsste irgendwo, ja, dahinter startet es auch. Ich sehe jetzt nicht, was ihr seht, weil da ist direkt das Ladekabel davor. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die Kamera. Da wird es, denke ich mal, ja, so was ähnliches wie ein First Impression werde ich da auf jeden Fall machen. Und ich werde da auch noch mal kurz danach ein Video drehen. Die Post war da. Aber wenn die Post gar nicht da war, will ich es abgeholt haben. Aber das gibt es dann auf meinem Hauptkanal JD Vapes. Das Video, das beende ich jetzt an der Stelle. Ich sag mal danke fürs Zugucken. Ich könnte ja mal in die Kommentare schreiben, wer jetzt überhaupt noch da ist. Ich glaube, die wenigsten haben sich das jetzt anguckt bis zum Schluss. Wahrscheinlich niemand. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss. Yeah. Justin Dami. Alvin. Let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's, and the deserve it.